Die International Investment Conference des IFNP ist zurück und zwar mit einem Paukenschlag. Nach der Corona-bedingten Pause steht nun die Megacity New York auf dem Programm. Und bei mir ist Geschäftsführer Sven Puttfaken, Geschäftsführer des Instituts für Finanz- und Nachfolgeplanung, mitten in New York. Warum USA? Warum diese Megacity, Herr Puttfaken? Also da braucht man sich hier nur einmal umschauen, warum USA, größte Volkswirtschaft der Welt, eigentlich der bedeutendste Börsenplatz der Welt. Direkt an der Wall Street sind wir ja auch untergebracht jetzt die nächsten Tage. Und es sitzen einfach auch viele Asset Manager hier, die wir direkt vor Ort besuchen können, wo wir in den Maschinenraum gucken können, mit Fondsmanagern sprechen können und uns direkt Informationen aus erster Hand holen können. Bei diesen Reisen geht es in erster Linie um die Weiterbildung der Financial Planner. Wo setzen Sie da genau an? Hier konkret natürlich im Asset Management. Also hier wird volkswirtschaftlich relativ viel vorgetragen werden die nächsten Tage, sodass man sich einen Einblick davon schaffen kann, wie die Weltwirtschaft sich entwickelt, wie die amerikanische Wirtschaft sich im Speziellen entwickelt. Und das ist ja ein Teil der Finanzplanung und entsprechend setzen wir da an, die Fortbildung hier im Asset Management zu machen die nächsten Tage. Aber mal Hand aufs Herz, Herr Puttfaken, das könnte man auch noch in Deutschland machen. Also warum ist es dann so wichtig, hier zu sein? Was ist der Mehrwert für die Mitreisenden? Sie können in Deutschland das Gefühl nicht aufnehmen, das Sie hier haben. Ja, wie die Menschen sind, wie auch die Fondsmanager unterwegs sind oder die Mitarbeiter dort, die Analysten, wie die Märkte bewerten, das kriegen Sie in einem Videocall nie im Leben hin. Das geht nicht. Der persönliche Austausch vor Ort ist unersetzbar und im Rahmen der Weiterbildung einfach hervorragend. Dann machen Sie es konkret, Herr Puttfaken. Was sind die Schwerpunkte dieser Reise? Ganz klar die Besuche bei den Asset Managern vor Ort hier in New York. Wir besuchen Musenic, AllianceBernstein, PGIM, Alja, Claritin und ACI Nomura. Und am Mittwoch haben wir den krönenden Abschluss dann bei Goldman und davor auf dem Parkett der Wall Street zur Opening Bell, was ein absolutes Highlight ist. Ich glaube auch, das wird was Großartiges für alle Mitreisenden werden. Schauen wir noch ein Stück weiter nach vorn, nicht nur für diese Reise, sondern für all das, was das IFNP für 2023 vorhat. Wie sehen Ihre Pläne aus? Störungsfrei Veranstaltungen durchführen zu können und Fortbildung machen zu können. Das ist eigentlich so die Idee für 2023, die wir haben. Und da sind wir guter Hoffnung, dass auch in Deutschland vielleicht diese Hysterie um Corona so ein bisschen abnimmt. Ja, und dass wir entsprechend dann auch unsere Veranstaltungen störungsfrei durchführen können. Hier in New York zum Beispiel, hatte gestern ein tolles Gespräch mit dem Taxifahrer, der sagte, Corona interessiert hier eigentlich schon gar keinen mehr. Ja, also Joe Biden hat die Pandemie für beendet erklärt und er sagt in seinem Freundeskreis, bei seinen ganzen Bekannten, Ende 2020 ist das Thema hier erledigt. Ja, und ich hoffe, dass das in Deutschland auch irgendwie so ein bisschen kommen wird. Da haben Sie viel vor für 2023, aber eine Frage muss ich noch loswerden. Wird es auch wieder ins Ausland gehen? Ich habe die starke Vermutung, dass wir das machen werden, ja. Also wie jedes Jahr fliegen wir zu unserer europäischen Konferenz nach London und zur europäischen Konferenz nach Paris. Das machen wir einmal im Jahr. Und wir werden in 2023 auch international wieder die internationale Investmentkonferenz machen. Und da geht es nach Singapur. Das sind in der Tat herausragende Pläne. Jetzt aber erstmal hier viel Erfolg für die USA-Reise. Sven Puttfaken war das vom IFNP. Danke fürs Gespräch. Danke.